Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu 1954 Alcatraz. Ja, wir wollten dem Priester hier in Deutschlands Adventure-Kanal Nummer 1 das Buch übers Trotz... Geben Sie Joe dieses Buch. Vogelkunde geben. Sobald er es hat, wird er Ihnen ein Codewort sagen. Fragen Sie ihn nach dem letzten Keks. Nur so weiß ich, ob Sie meinen Anweisungen gefolgt sind. Wenn nicht, wird das der Skandal des Jahrzehnts. Sie sind hartherzig geworden, Christine. Gottes Wege sind unergründlich. Gott will wohl, dass ich Ihnen helfe. Tja, dann hätten wir hier alles erledigt. Dann könnten wir eigentlich mal nachfragen, ob jetzt das Buch angekommen ist. Vielleicht hat der Priester ja auch eine gespaltene Persönlichkeit. Deine Lady sagte, ich soll dir das hier geben. Sie sagte, du hättest ein Losungswort für sie, damit sie sicher sein kann, dass du es gekriegt hast. Sie sagt, es geht um den letzten Keks. Gott ist mit jenen, die sich selbst helfen. Nichts Wichtiges. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal das Vogelbuch. Haben wir denn noch irgendwas, was ich jetzt noch hier machen müsste? Eigentlich nicht, ne? Würde ich mal so sagen. Dann, Sekunde kurz, mein Mikrofon ist gerade, fängt gerade an, sich zu verabschieden. Ja, dann können wir eigentlich zurück in die Zelle, ne? Und können das dann vielleicht dem Vogelkundigen geben. Fertig mit Beten! Ja, bin ich. Nutz den Notruf nicht ab, 1229. Ja, du bist ja ganz wichtig, witzig, du komischer Vogel da. Versuchen wir mal, ob wir jetzt mit dem Birdman hier über seine Zelle sprechen können. Sie hat einfach alle fünf mit rauf in ihr Schlafzimmer genommen. Ich habe, was du brauchst. Hab gehört, du hast Gaspipe einen Denkzettel verpasst. Du kennst mich. Joe Lyons. Verheiratet, wohnhaft in San Francisco. Bewaffneter Raubüberfall auf einem Panzerwagen. Ausbruch aus Leavenworth. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du ganz clever bist. Erlaubnis hereinzutreten erteilt. Wir sind schon mal einen Schritt näher dran. Mir fehlt das nötige Werkzeug. Das sind noch mal 2,5 Meter Seil. Ja, so 10 Meter sollten reichen. Ich binde die hier zusammen. Jetzt noch nicht. Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, um die Häftlingszählung zu überlisten. Keine schlechte Idee, aber ich behalte meinen Kopf lieber. Sie brauchen irgendwas, was wir da stattdessen nehmen können. Aber bevor wir hier fliehen, sollten wir vielleicht auch unsere Lady mal eben die Vorbereitung treffen lassen. Wegen unseres Deals. Sie haben ver... Okay. Was soll ich tun? Haben Sie Joe... Ja? Hat Joe Ihnen die Losung gegeben? Gott ist mit jenen, die sich selbst helfen. Das sagte Joe immer, wenn er den letzten Keks aus dem Glas genommen hat. Ich lass sie dann mal vom Haken. Wir sehen uns, Padre.
Wir brauchen jetzt, was brauchen wir denn? Gefälschte Pässe, ne? War das, glaube ich. Das bedeutet, wir besuchen einfach mal die liebe Vivian. Die ist ja talentiert für sowas. Die soll uns mal einfach mal eben so ein paar Pässe machen. Schön, dass du mich besuchst. Ja, möchte die besuchen? Ich brauche neue Pässe. Ich brauche neue Pässe. Für mich und Joe. Er kommt frühzeitig raus. Bezahl du erstmal deine Miete. Das wird sehr, sehr teuer. Ich verschwinde mal. Wir haben ja noch die Platte. Danke. Wegen der Miete. Danke. Schön, dass du mich besuchst. Ich brauche immer noch neue Pässe. Für mich und Joe. Er kommt frühzeitig raus. Ich brauche Fotos und Tinte. Typ 32. Ich verschwinde mal. Nacht, Viv. Danke. Tinte, Tinte, Tinte. Wo könnten wir Tinte bekommen? Ich weiß wo. Glaube ich. Und zwar von Bernadette. Bernadette ist ja eine Künstlerin. Ein Schmierfink, sozusagen. Und, wo war denn das? Im Café, ne? Vielleicht hilft die uns. Dieses Café ist echt sehr komisch. Ich wünschte, ich könnte mich hier eine Weile ausruhen. Hier. Kollegin, ich brauche Pinte. Pinte. Hey, Tomate! Tinte. Hast du zufällig noch etwas 32er Tinte? Hatte ich mal. Moment. Hier. Das ist die Tinte, die du brauchst. Damit haben wir die Tinte. Was brauchen wir noch? Wir haben doch... Ja, Foto haben wir doch, ne? Aus der Polizeiakte. Das können wir wahrscheinlich nehmen. Dann würde ich sagen, machen wir das. Geben ihr erstmal die Tinte und geben ihr dann das Foto. Ich habe die Tinte und die Bilder von Joe und mir, die du für die Pässe brauchst. Kannst du mir 2 Blankopässe rübergeben? Die hat auf die Schublade gezeigt, oder? Lea. Du hier machst den besten Eindruck. Perfekt. So, bitteschön. Hier sind die Blankopässe. Welche Nationalität? Ich hätte gerne einen amerikanischen und einen für Kanada. Viv. Die Pässe sehen fantastisch aus. Trag sie etwas in deiner Handtasche rum und lass sie zerknicken. Das ist eine gute Idee. Dann holen wir jetzt die Beute ab. Dann haben wir ja alles. Pässe, Beute, gute Laune. Alles, was man für eine Flucht so braucht, würde ich sagen. Da. Da ist die Kohle. Vielleicht nimmt sie jetzt mit. Letztes Mal hat sie sich ja geweigert. Die Kohle hab mitzunehmen. Den Taster, hab die Pässe. Der Rest liegt an dir, Joe. Mhm. Ja, wir brauchen jetzt eine Attrappe. Da gehen wir mal ein bisschen nochmal auf dem Klinikflur uns umschauen. Wir haben ja jetzt... Achso, eine Gruppe Matrosen. Jeder Einzelne auf der Suche nach Ärger. Was haben wir denn hier noch? Müll. Müll. Ich habe genug Müll für 2 Leben gesammelt. Vielleicht können wir ja den Müllsack unter das Bett legen. Puh, gerade schon
einen Schreck gekriegt, dass die Aufnahme abgebrochen wäre. Nein. Bett. Ach nee, das muss ich bei mir machen dann, ne? Ja, ja, genau. In meiner Zelle muss ich das machen. Ich könnte auch mal so ein Flittchen. Könnte als Dummy halten. Aber so richtig überzeugend ist er noch nicht. Müssen wir dann der erste... Ah, ich habe eine Idee. Passt. Muss eins von Bumpys Hemden gewesen sein. So, damit hätten wir jetzt schon mal überraschend überzeugender Dummy. Sehr gut. In der Dunkelheit sollten sie drauf reinfallen. Sorry, Kumpel, aber ich muss dich einsperren. Hoffe mal, dir gefällt's hier besser als mir. Och, ich glaube, das macht ihm gar nicht so viel aus, ne? So, dann gehen wir mal hier in den Lagerraum. So aus dem Nichts? Nein, wir gehen in Birdmans Ding. In Birdmans Zelle. Und die Sonne geht unter. Scheint locker zu sein. Ja, die Stäbe biegen sich. Geschafft! Jetzt passe ich durch. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Kletter aufs Dach. Dann rüber auf die andere Seite. Danke, alter Mann. Ein Lüftungsschacht. Zugeschweißt. Ich hätte eh nicht durchgepasst. Eine schlecht verlegte Telefonleitung. Die Isolierung rottet langsam vor sich hin. Ich könnte sie kappen, aber vielleicht brauche ich sie noch. Eine schlecht verlegte Telefonleitung. Die Isolierung rottet langsam vor sich hin. Was haben wir denn hier noch? Suchscheinwerfer? Scheinwerferlicht. Es strahlt in die falsche Richtung. Ich habe ihn hier noch nie zuvor gesehen. Sieht aus wie die Verbindung zum Wachturm. Die Leitung führt zur Telefonzentrale der Insel. Vielleicht die Landspitze von Marin County. Vielleicht sollte ich das ja doch mal kappen. Die Wache würde mich sofort erschießen. Zum Glück hat mich bis jetzt niemand gesehen. Ich könnte sie kappen. Aber vielleicht brauche ich sie noch. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn noch im Inventar? Also wir brauchen das Seil wahrscheinlich irgendwann mal. Da hilft kein Seil. Da hilft kein Seil. Aber hier noch nicht. Die Rauchbombe vielleicht. Was zur Hölle? Aber ich schläfe erstmal. Billiger Trick, aber effektiv. Ja, und ob wir jetzt aus unserem Gefängnis ausbrechen können und wie es in der nächsten Folge weitergeht, erfahrt ihr, wenn ihr wieder reinschaut, hier bei 1954 Alcatraz. Ich bin schon sehr gespannt, ob das jetzt gereicht hat. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffe ich zumindest. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel geblabbert. Also, bis zum nächsten Mal. Lasst mir doch ein paar Kommentare da und ein paar Daumen. Würde ich mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss.